Moin, Premiere, Leute. Heute ist Premiere von Feelings, mein erster eigener Podcast. Leider könnt ihr das nicht sehen. Ich habe eine Schultüte in der Hand, da steht drauf, mein erster Podcast. Meine Mutter hat mir einen Anzug genäht. Ich habe oben Sakko an und unten eine kurze Hose mit so Kniestrümpfe. Und ich bin richtig aufgeregt, weil, habe ich das Konzept irgendwo schon mal erklärt? Das Konzept ist nämlich so, pass auf, ich sitze jetzt hier im Studio und jetzt kommt gleich ein Gast. Eine Frau, ein Mann, keine Ahnung, vielleicht kommt auch ein Tier oder so. Ich weiß von gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Und jedenfalls weiß ich nicht, wer das ist, also bin ich auch ergo nicht vorbereitet. So, das war mein Wunsch. Das ist wie früher, als ich die, wie hieß denn das noch, zur Schwarz-Weiß-Zeit hatte ich damals, der Regisseur war Gustav Gründgens, die internationale Show. Da hatte ich nämlich auch immer Gäste und dann hatte ich immer so, ist euch vielleicht mal aufgefallen, ich hatte immer so Moderationskärtchen, da war vorne ein schönes Logo drauf von der Sendung und meine Seite war aber blanko, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Ich hatte keinen Bock, mich auf die Gäste vorzubereiten. Und jetzt ist es quasi so eine Zeitreise zurück. Back to the roots. So, hier kommt jetzt ein Gast. Ich freue mich jetzt. Konzi. Konzi ist mein Redakteur. Der ist Podcast erfahren. Der nimmt mich auch ein bisschen an der Hand. Der hilft mir heute. Wir machen das jetzt so. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich setze mir jetzt diese Schlafmaske auf, weil wir natürlich die Überraschung, die wollen wir natürlich hochhalten jetzt. Ich weiß allerdings, ich habe mir noch nie eine Schlafmaske aufgesetzt. So, pass auf. Jetzt habe ich, ich bin richtig aufgeregt, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass jetzt irgendwie eine Ex-Frau kommt oder so, weißt du, und dass wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang Alimentezahlung durchgehen oder so. Ich bin sehr gespannt. Also denn, führt mir mal den Gast, die Gästin zu. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer, Feelings. Ich habe die Schlafmaske noch auf, ich sehe noch nichts. Mir braucht ein bisschen das Herz. Weil das Schlimmste wäre zum Beispiel, wenn jetzt eine Ex-Frau oder so kommen würde, weißt du? Weil, also, ich setze die Maske einfach ab. Nein! Tschüss! Moin! Herbert Grönemeyer! Ja. Sind Sie das wirklich? Sie auch, ja. Sind Sie das wirklich oder sind Sie ein Double? Ich sehe so aus, ja. Aber ich bin selbst. Toll, freut mich. Gleichfalls. Herbert Grönemeyer in der ersten Folge, das wird ja auch die letzte denn werden. Wer soll denn jetzt noch kommen? Das denke ich mir auch, habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, machen wir es kurz und ich denke, ich komme und dann kann man es auch aufhören lassen, das Ganze. Ja, denn schön, dass ich habe was mitgebracht hier. Haben Sie was? Oh. Passt ja nicht. Das ist aber schön, dass Sie bei meiner letzten Podcast-Folge jetzt mit dabei sind. Das ist selbstgebackener Stuten mit salziger Butter. Aber wie ich Sie kenne, wollen Sie eigentlich siezen oder duzen? Also, Sie können sagen, was Sie wollen. Ich würde Sie sagen. Na gut, dann bleibe ich. Jetzt mal ernsthaft aus Respektsgründen. Boah. Gut, dann bleibe ich auch beim Sie. Also auf jeden Fall. Das ist ja so geil. Ich habe ja vorgestern noch Lieder gehört von Ihnen. Nee. Ich habe so eine, eine Joggingliste, habe ich mir gemacht. Und okay. Da läuft unter anderem. Das ist natürlich jetzt blöd, weil man natürlich nicht vorbereitet ist. Sie hört Musik nur, wenn sie laut ist. Ja, Musik nur, wenn sie laut ist. Tolles Lied. Ja, freut mich. Sehr schön. Also auf jeden Fall ist das Stuten westfälisch mit salziger Butter. Was ist ein Stute? Wie ich sie kenne, Stuten ist Brot mit Rosinen. Wie ich sie kenne, mögen sie keine Rosinen. Sie haben mir Brot mitgebracht? Ja. Das ist salzige Butter dazu und da ist noch Salz dabei. Man isst das mit Stuten mit salziger Butter, Holländer Käse und wenn man will, kann man auch Pumpernickel drauflegen. Das ist westfälisch. Haben Sie das selber gebacken? Ich habe die Idee gehabt, meine Frau hat es gebacken. Ihre Frau hat mir Brot gebacken? Ja, da kennen wir nichts. Also das ist unsere Gastfreundschaft. Das ist ja auch noch warm. Ja, ist doch gerade heute Morgen gebacken. Ja, da kennen wir nichts. Ich bin geflasht. Ist da noch, was ist das jetzt? Das ist nur noch Salz. Falls das Bierbutter nicht salzig genug ist, dann ist das noch ein bisschen Salz dazu. Da müssen sich aber die nächsten Gäste, da kommen ja keine nächsten Gäste mehr, ist ja der letzte das Podcast. Deswegen sagen Sie, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dieses Lied zu schreiben? Sie hört Musik nur, wenn sie laut ist.
Das war eine Schauspielerin bei uns im Theater, eine Tänzerin. Eine Tänzerin beim Ballett, die eben auf, die nichts hörte, aber die aufgrund des Rhythmus und des Beats und von ihrem Bauch her getanzt hat und wunderschön getanzt hat. Ja. Das war eine taubstumme Tänzerin und die. Und dann dachte ich, versuche ich mal das Lied zu schreiben. Das war damals in meinen Anfängen und da habe ich jedes Thema genommen, was ich gefunden habe, um einen Text zu schreiben, weil ich an sich nicht so gerne texte. Und dann habe ich das einfach mal zusammengenagelt. Ist sehr berührend halt, ne? So. Ja, man selber weiß das nicht, also was man schreibt. Aber wenn es jemand berührt, ist schön. Wissen Sie das nicht, dass Sie vorher sagen, das wäre jetzt ein Thema, was interessant sein könnte? Oder das ist jetzt ich schreibe jetzt ein Lied für die Masse, da sagen jetzt alle Hurra? Nee, ich schreibe einfach, ich bin froh, ich kratze alle Texte zusammen, alle Themen, die ich irgendwie hinkriege, weil ich nicht gerne texte. Und dann schreibe ich irgendwas und hoffe, dass das irgendjemandem gefällt. Und ich bin gerade mitten wieder drin, weil für eine neue Platte und ich mag nicht texten, es nervt tierisch. Und dann versuche ich halt auf den letzten Metern alles zusammen zu schrappen und zu kratzen und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Aber ich weiß nicht, was Leuten gefällt. Das wäre peinlich. Wissen Sie nicht? Nee. Oder also, so, dass sie das berechnen können, dass sie sagen können, ich hatte ja schon mal das Lied, das ja, das ist ja noch peinlicher. Das ist ja genauso, als wenn ich sage, ich habe schon mal so geküsst und jetzt setze ich nochmal genau so die Zunge an und dann wird das genauso schön. Also nee, das funktioniert nicht. Das aber wie darf ich mir das vorstellen? Dann gehen Sie morgens in die Schreibstube und sind missgelaunt, weil Sie sagen, scheiße, jetzt muss ich wieder irgendwie schreiben. Ich bin immer missgelaunt, wenn ich Texte schreibe. Dauerhaft. Früher wurde ich extrem dick, jetzt versuche ich abzunehmen währenddessen und esse am besten gar nichts mehr. Das ist ja noch schlimmer, wenn also gehen sie unterzuckert in die Schreibstube schlecht. Genau, kaufen mir erstmal ganz viele Kladden, dann kaufen mir ganz viele schöne Stifte, also schöne Kugelschreiber. Das mache ich auch immer, dass ich dann ganz wertvolle Stifte kaufe, weil ich dann denke, wenn der Stift richtig teuer ist, dann muss die Geschichte richtig gut werden. Genau, dann setze ich mich hin und kritzel da ununterbrochen. Ich habe jetzt für die Platte jetzt schon, glaube ich, 95 Texte geschrieben, davon sind, glaube ich, 85 Schrott. Und der Rest muss dann auf die Platte und dann hoffe ich, dass ein paar davon funktionieren. Also das ist so. Aber es funktioniert ja. Also wie lange sind Sie schon dabei? Also singen tue ich, seitdem ich 13 bin in Bands. Also ich habe mit 13 ersten Bands gesungen in Bochum. Und also erst habe ich mit 4 Jahren angefangen, Ukulele zu spielen. Mhm. Dann hat man alle genervt, weil ich ziemlich penetrant sein kann und habe dann ununterbrochen die Ukulele dabei gehabt. Und dann habe ich eben später mit 13 in der Band gesungen und seitdem singe ich halt und war extrem erfolglos am Anfang. Meine erste Plattenfirma hat mir auch gekündigt, hat gedacht, das wird eh nichts. Und dann haben die zu Ihnen gesagt, Herr Grönemeyer oder Herbert, geh? Kommen nie wieder. Die haben gesagt, ja, nicht anbieten. Also der Produzent meiner Platte hat den geschrieben, also die Musik ist ja ganz schön, aber für die Texte übernehme ich keine Gewähr. Ein Lied hieß, glaube ich, möchte mal spüren, wie es ist, wenn man dann umbringt. Und das andere hieß, glaube ich, Küsse heißt in warmen Sitz, dort wo du breit gesessen bist. Und dann hat auch meine Band gesagt, mit dir gründen wir auch keine Band, das wird eh nichts, du steckst es so blöd. Und also Küsse heißt in warmen Sitz, was von Konrad Bayer, das ist ein Österreicher. Und dann hat meine Plattenfirma gesagt, nachdem auch das Boot noch im Fernsehen lief und im Kino lief und ich keinen Erfolg mit Platten hatte, gesagt, also ihre Filme sind ja ganz okay, aber ihre Texte sind furchtbar. Und dann hat meine Plattenfirma gekündigt, ja. Und schreiben die heute noch Battlebriefe, dass sie sagen, Herr Grönemeyer, wir wollten nochmal fragen, ob wir doch nochmal irgendwie eine Platte zusammen machen könnten? Die Firma gibt es nicht mehr. Ach so, die Firma wurde aufgekauft. Die Intercord, das war die Stuttgarter Firma Kombinat für Korthosen. Und die gibt es aber nicht mehr. Und jetzt sind die geschluckt worden von der EMI und hat die Universal jetzt die EMI. Lange Rede, kurzer Sinn. Und danach kam meine Platte Bochum. Und dann sagte meine Kölner Plattenfirma, bei der ich dann inzwischen war, sagt, das kauft ja schon in Bottrop keiner mehr, die Platte. Und dann bin ich auch mit dem Vertriebsmann durch die Läden gegangen und in Bochum fragte der dann den Plattenhändler, hör mal, kennst du den hier? Sagt er, ja, den kenn ich. Er sagt, ja, der hat eine neue Platte gemacht. Wie schön ist das denn? Und dann sagt er, ja, willst du davon haben? Sagt er, guck mal hier, was hier steht, die ganze Scheiße hier, die kauft keine Sau. Bleib mir weg mit der Platte. Und dann kriegte der wirklich keine Platte. Und die Platte war ja dann ziemlich erfolgreich, speziell in Bochum. Bochum war der Durchbruch, oder? Bochum war der Durchbruch. Und dann kriegt der Musik nur, wenn sie laut ist, war auf der Platte davor. Ja, naja, es ist jetzt scheiße, dass ich nicht wusste, dass sie da sind, weil ich die Platte ja auf Vinyl noch habe. Oh, hätte ich ein bisschen was draufkratzen können. Ja, selbstverständlich. Ja. Vielleicht sagen Sie mir, wo Sie wohnen, dann komme ich heute Abend vorbei. Ich wohne in der... Ach so, dann sind wir ja Nachbarn. Ja, exakt. Wohnen Sie, also Sie müssen das ja nicht sagen, wenn Sie nicht wollen, aber wohnen Sie in Berlin oder... Ja, 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 wohne in Berlin. Okay. Wie, Sie sind ja ein Superstar. Können Sie überhaupt auf die Straße gehen?
sich hier Butter holen oder muss das alle die Frau selber machen, das Brot und... Ich bin froh, wenn meine Frau einkauft, aber mehr aus Faulheit. Nein, ich gehe auch einkaufen, so ist nicht. Ja, natürlich gehe ich ganz normal einkaufen. Also die meisten Leute, ist jetzt auch nicht so, ich bin ja kein Gesicht, was jetzt jeder, und ich bin ja auch schon älter geworden mit der Brille und so, also die meisten Leute. Und in Berlin muss man sagen, ist jeder selber prominent. Also in Berlin kann man relativ entspannt durch die Gegend relativ laufen. Cool, ne? Ja, die Berliner sind relativ tiefenentspannt. Was an mir angeht. Gehen auch Leute vorbei und sagen dann so Sachen wie Tachchen. Und dann gehen die weiter. Ja, ist doch nett. Ist doch und dann, also zum Anfang war ich echt verblüfft und stand dann da und war ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, wie jetzt nur Tachchen? Kannst du mal sagen, wie toll ich bin? Ja, wie toll ich bin, das Legendenstatus ist erreicht, Herr Krömer. Und dann sagen die Tachchen, also die bleiben ja nicht mal stehen. Die sagen Tachchen und dann gehen die weg. Ich hatte jemals eine Begegnung, die war, ich war vor so einem kleinen Mini, und da stand an der Ampel und hatte die Scheibe runter und neben mir kam so ein riesen SUV an. Und so richtig zwei richtige schwere Jungs. Und der eine macht die Scheibe runter, guckt so runter zu mir und sagt, der Meister persönlich. Im Mini? Aber haben Sie jetzt ein größeres Auto mittlerweile? Ich habe jetzt hier, bin ein ziemlicher Autonerd, aber ich habe auch einen Golf. Nein, ich habe auch einen Golf. Ich habe ganz viele Autos. Ich bin ein ziemlicher Autofreak. Sie sagen, Sie gehen dann und sagen 10 Golf bitte. Zum Beispiel, ich gehe dann in den Laden und sage 10 Golf, aber bitte alle fahren. Aber es ist sympathischer, als wenn Sie jetzt mit einem goldenen Maybach rumfahren würden. So haben Sie einfach 10 Golf und man sieht es ja nicht. Ich wäre auch hier unten durch die Einfahrt nicht gekommen mit meinem Maybach. Deswegen habe ich gesagt, ich kaufe mir generell, wenn ich ins Studio fahre, einen Golf. Nee, aber ich bin ziemlich Auto-Fan, aber auf jeden Fall, wie der Typ sagte, der Meister persönlich. Und sagen Sie mal mit Bochum, ich dichte denn Bochum immer um auf Neukölln, wo ich in Berlin geboren bin. So. Ist ja auch Bochum Arbeitergegend, Arbeiterstadt, Ruhrpott. Das hat ja klein angefangen, ne, dass sie dem, das, was man immer so doof sagt, dem kleinen Mann sehr gut gefallen haben oder bis heute gefallen. Haben Sie das auch noch so, dass Sie nach Bochum dann fahren? Irgendwie, also ich habe das immer, ich muss immer einmal in der Woche muss ich nach Neukölln gehen und dann da nochmal rumlaufen. Ich weiß nicht, was mit mir da passiert, warum ich das mache, aber ich muss das dann irgendwie wieder spüren. Nee, ich glaube, wenn ich nach Bochum fahre, ist das tankt dann halt auf. Die Sprache, sobald die eben sagen, ey Herbert, und die duzen mich halt immer, da sagt keiner, Herr Grönemann, immer Herbert. Oder bist älter geworden und bist du doch nicht ganz so dick wie im Fernsehen. Die sind sehr offen, ne? Sind sehr offen direkt. Oder ich war in der Bäckerei. Du bist ja gar nicht so dick wie im Fernsehen. Ja, genau. Schön. Oder sind ja viel größer. Also dann, nein, aber die sind gehen direkt, die sprechen einen direkt an. Oder ich war in der Bäckerei und konnte nicht so richtig gucken, was ich da haben wollte. Und dachte die Verkäuferin auch, hey, willst du meine Brille haben, riechst du nicht mehr so gut, ne? Und nein, aber das ist, ich glaube, der Tonfall, der Geruch, die Sprache, das ist schon was einen auftankt. Also meine Mutter lebte lange da, also die lebte vor zwei Jahren noch und mein Bruder lebt noch im Ruhrgebiet. Also ich bin ab und zu da und dieses Auftanken, das ist vielleicht das Gleiche wie in Neukölln, das macht tut schon wirklich gut, ja. Ist das die Ehrlichkeit, weil wir in so einem Business sind, wo man unheimlich viele Schleimer um sich rum hat, die den ganzen Tag sagen, wie toll man ist und wenn man dann halt in Neukölln ist oder in Bochum, dass man da merkt, ey geil, ich bin ja einer von den anderen. Ja, zumindest wird vieles relativiert. Und ich weiß auch, wenn ich in Bochum auf die Bühne gehe, das sind die schwersten Gigs immer in Bochum. Weil ja. Am Anfang, weil die immer gucken, ist er jetzt endlich blöd geworden oder noch nicht? Und dann gucken die erstmal 15 Minuten und sagen, okay, nee, scheint noch zu gehen so gerade. Aber wie können sie blöd werden? Wie wäre es blöd? Naja, man hält sich ja dann schon zwischendurch auch mal für den allergrößten, also phasenweise mal zwischen 12 und 1 oder so, oder wenn man dann, also das Abheben geht auch, also ist nicht, aber generell erdet das dann einen ganz gut wieder, wenn man nach Hause kommt. Hatten Sie die Phase, wo Sie komplett durchgeknallt sind, wo Sie dachten jetzt, ich gönne mir? Ja, also ich sag mal, ich bin schon, also als ich jetzt Bochum gemacht habe, dann kam nochmal das war 4 Jahre später, mit was soll das und halt mich. Und da muss ich sagen, da war ich, weiß gar nicht, wie alt ich da war, so um 32. Und dann die Konzerte, da ging schon was. Da dachte man schon zwischendurch mal, und da haben wir, glaube ich, bei der Sprünger-Tour haben wir, glaube ich, 96 Konzerte gespielt, sind jeden Abend in die Diskos gegangen. Also da kriegt man schon, da musste man mich schon anbinden ein bisschen, ja. Also ich hatte auch schon eine etwas blasierte Phase, ja. Habe ich auch heute noch, aber das merkt man nicht so schnell und ich bin dann meistens nicht auf der Straße. Machen Sie das zu Hause? Weiter zu Hause. Drehen Sie zu Hause durch? Ja. Soll ich Ihnen mein Lied sagen von Ihnen? Trennungslied. Okay. Trennungslied oder wenn ich enttäuscht bin von Menschen, kein Verlust. Ah,
Ja. Ein sehr tolles Lied, wenn man irgendwie so mit Menschen zu tun hatte, irgendwie, wo man dachte, ich dachte, du bist ein Kumpel oder du bist meine beste Freundin. Und wenn das denn nicht mehr da ist, ist kein Verlust irgendwie so ein Lied, wo ich sehr gestärkt rausgehe und denke, ey, das Lied, das hilft mir jetzt dabei. Das war aber bei mir der gleiche, das war auch wichtig der Anlass. Also nicht alle meine Lieder sind authentisch, muss ich sagen. Ja. Also weil die Leute immer denken, auch jetzt, wenn ich Lieder vorspiele, sagen die immer, ja, wann hast du das erlebt? Ich sage, nein, das ist nur ein Lied. Ja, ja, aber was hat das mit dir zu tun? Ich sage, aber das Lied hatte mit mir zu tun, weil mich wirklich auch ein Freund extrem verraten hatte und mir das eben sehr zugesetzt hat und habe gesagt, okay, komm, das als half mir auch das zu schreiben, aber es geht genau darum. Mhm. Es geht genau darum, dass einer, oder wie der Engländer sagt, don't pee on my head and tell me it's raining. Also der tat immer so dufte und war ziemlich Ratte. Und haut ja, wie ist die Textzeile denn? In meiner schwächsten Sekunde hast du den Dolch nicht mehr versteckt. Ja, genau. So, ja, ne? Ja. Das ist toll bei Ihnen, dass man, also diese Jogging-Lied zum Beispiel, was ich dann habe, dass die ganze Gefühlspalette abgedeckt wird. Hören Sie auch Ihre eigenen Lieder? Nee. Dass Sie sich eine Platte anmachen und sagen, Mensch, heute machen wir Hermann Grönemeyer Abend, Frau wird Tilly setzen, ja, genau, hier, hör mal jetzt mit. Schöne Bolognese und dann setzen wir und sagen dann nach jeder Nummer, boah, Herbert, das war jetzt aber richtig stark. Und die liebe ich aber sehr. Nee, das ist meine Lieblingsnummer. Nee, die ist auch noch besser. Und wie du singst. Hör mal, wie toll ich bin. Boah, guck mal, wie du singst, du hast so eine schöne Stimme. Aber es gibt diese Leute. Lass mal. Es gibt diese Leute, die sich ihre eigenen Platten anhören. Es gibt auch Komiker, die sich ihre eigenen Programme auf DVD angucken, in der ersten Reihe sitzen zu Hause. Ich gucke mir auch die Mitschnitte von den Konzerten nicht an. Nee? Nee. Aber was ich mache, wenn ich eine neue Platte mache, dann höre ich mir zum Teil die Platten an, um zu hören, wie haben die geklungen, was haben wir da gemacht, wie kantig waren die. Das ist schon, die Produktion höre ich mir dann an. Aber sonst gucke ich mir nie, bin ich wahnsinnig, bloß nicht. Nee. Langweilig, oder? Also sich selber anzugucken. Ja, und man sieht sich auch immer mehr altern und so, das ist alles nicht so lustig. Das muss man nicht haben, das muss man sich nicht antun. Also ich finde das, ich gucke mir auch nicht im Spiegel an, also nur ganz schnell, wie ich meine Haare gele, dann geht. Sind die zugehangen mit Ich habe gar keinen Spiegel im Badezimmer, ich habe ein Fenster im Spiegel. Nee, ich habe gar keinen Spiegel im Badezimmer. In der Schrank ist einer. Da kann aber Sie wissen, wie Sie aussehen. Wenn ich mir ein Foto angucke, geht's. Machen Sie denn Selfie und keine Spiegel? Nee. Ich gucke mir auch nicht, Ich habe also, überall Spiegel. Nee, ich lese keine Kritiken und gucke auch nicht in den Spiegel. Ich gucke mich schon gerne an. Ja gut, das ist der Unterschied, das habe ich nicht. Das heimlich, würde ich öffentlich natürlich nicht zugeben. Aber, nee, würde ich öffentlich nicht machen, kommt ganz schlecht. Kommt wesentlich besser, wenn man sagt, so wie ich, also kann ich nur empfehlen, wäre wesentlich klüger, wenn man sagt, ich gucke mich nicht an. Es kommt viel, kommt besser rüber. Aber so, eigentlich haben Sie dann so ein Bad komplett aus Spiegel. Ja, aber ich weiß natürlich inzwischen auch, deswegen, ich bin ja deutlich älter, ich weiß, was besser ankommt, auch was man das sagt. Deswegen. Ja, nein, aber ich gucke mich wenig in den Spiegel. Also gerade wenn ich die Haare gele. Herr Grönemeyer, ich habe die Rubrik noch nicht richtig verstanden, aber Sie haben eine Frage an mich mitgebracht, die Sie selbst beantwortet haben. Fast. Aber es gibt eine Antwort. Jetzt Konzi, unser Producer, habe ich doch gut anmoderiert, oder? Ja. Dann drücke ich jetzt auf den Knopf. We need to talk about Krömer. All unseren Gästen haben wir vorab eine Frage zu Kurt Krömer gestellt. Sie haben geantwortet. In welcher Stadt sollte Krömer wohnen, müsste er aus Berlin wegziehen? Ich denke eindeutig in Kuttinick. Das ist die zweitkleinste Gemeinde in Südtirol. Ich habe auch schon mit dem Bürgermeister gesprochen. Die haben eine sehr schöne Parterrewohnung schon freigeräumt. Wann immer er auch kommt, haben die Stadt auch nach ihm benannt. Und sie freuen sich jetzt schon riesig, wenn er mit seiner Familie da auftaucht. Sehr schön grüne Wiesen, weiter blauer Himmel, Freiheit, trockener Tiroler Humor. Also ich denke, da ist er bestens aufgehoben. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Alternative zu Berlin. Das hört sich doch gut an. Ja. Und ist da auch schon eine Straße nach mir benannt? Krömerweg, sind die gerade am Buddeln, die pflastern gerade. Da habe ich ja Angst vor, wenn ich sterbe und in Berlin wird eine Straße nach mir benannt, dann ist dann so eine Sackgasse oder so ein, Feldweg. Und an der falschen Stelle. Das möchte ich nicht haben. Nee, kann ich verstehen. In welcher Stadt muss denn bei Ihnen die Straße benannt werden? In Berlin oder Bochum? Eigentlich in Bochum, wa? Ich denke, es wäre am einfachsten die Straße von Berlin nach Bochum. Okay, wir denken klein. Ihr kriegt denn den Feldweg. Ich denke, die B1. Und, die gibt's denn? Herr Grönemeyer kriegt die Autobahn. Nein. Also jetzt mal zum Thema Bescheidenheit nochmal. Aber dafür guckt er sich ja nicht in den Spiegel an. Nee, aber da kann ich wenigstens den Straßennamen lesen. Plus minus null. Bei Bielefeld. Ich hätte gerne eine goldene Pyramide am Breitscheidplatz zum Beispiel. Ja. Das ist eine schöne Idee. Die so aber 2 Meter auf den Kurfürstendamm noch geht, damit jeden Tag Stau ist. Kennen Sie den Wasserklops in Berlin?
Nee. Das hässlichste, ich weiß gar nicht, ob das Kunst ist oder ob da irgendwie eine Abschreibungsgeschichte war. Steuersparmodell, also das hässlichste Kunstwerk steht am Breitscheidplatz. Ist da nicht eine Baustelle am Breitscheidplatz immer? Ist da nicht so eine Dauerbaustelle? Reden wir über den? Doch, an dem Europacenter oder nicht? Ja, genau. Oder? Ich meine, am Europacenter, da war früher so eine Eislaufbahn. Und ich war mal 1977, habe ich immer ein Jahr Theater hier gespielt in Berlin. Ich war immer im Europacenter, als ich die Schule geschwänzt habe. Ich bin immer morgens los und dann bin ich ins Europacenter und habe darauf gewartet, dass der Zoo aufmacht. Nee, und dann? In Zoo? Dann bin ich ins Zoo gegangen und habe mich ins Affenhaus gesetzt und habe da zugeguckt. Nee. Aber ich musste halt um 7.30 Uhr das Haus verlassen, damit meine Mutter gedacht hat, okay, er geht in die Schule. Dann bin ich aus dem Wedding damals, wo wir gewohnt haben. Wollte ich gerade fragen, von wo denn? Gesundbrunnen haben wir da gewohnt und dann bin ich an den Zoo gefahren und der Zoo hat aber erst um 9:30 aufgemacht. Nein. Und dann war ich im Europacenter. Nein. Das ist eine Idee, das war Alt-Berlin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob meine Kinder zuhören und ich das hier erzählen darf. Bloß nicht. Das würde ich rausnehmen. Oder die fahren da jetzt auch immerhin. Wenn die nicht da sind, will ich dann auch fahren die auf unser Vater. Ich halte den Kindern die Ohren zu, wenn die Stelle kommt. Hören die das? Hören sie sich das an, die Kinder? Weiß ich gar nicht, ob die jetzt Bock drauf haben. Und meine Kinder gucken sich das an, was ich mache. Ich habe jetzt gerade 4 Tage im Admiralspalast gespielt in Berlin und da waren die auch mit dabei. Oh, wie nett. Und das Angebot für die Kinder ist immer, ihr müsst nicht bis zum Ende gucken. Also ihr könnt gerne bis zur Pause und dann fahrt ihr nach Hause. Aber sie sind immer bis zum Schluss da. Und es fühlt sich nicht an, als wenn die da gezwungen werden. Also. Und sehen Sie die auch? Ja. Wenn sie das Spiel, wenn sie da sitzen? Ja, kommt drauf an. Jetzt nicht, weil sie weit weg saßen. So. Okay. Aber ist schon nicht so gut, oder? Bekannte, erste Reihe. Ganz schlecht. Mmh. Ganz schlecht. Besser gut aussehend. Ja. Geht gar nicht ums Aussehen, aber so, dass man so, wenn man private Leute da sitzen nee, hat. Nee, und, schlecht, ganz schlecht. Weiß ich nicht, dann vor sich hin murmeln, kennen wir schon, langweilig. Ich hatte mal in der Waldbühne Gäste, die sind genau geradeaus, sind die da die Gäste-Ecke und dann haben die sich die ganze Zeit unterhalten. Den hast du noch Freikarten besorgt, dann du singst und die quatschen die ganze Zeit. Irgendwann habe ich gesagt, ob sie mal aufhören können zu quatschen. Das ging mir, weil die sahen genau, wenn du genau gerade ausguckst, saßt du immer die. Und mir, geht's noch? Aber ihr besser, als wenn sie jetzt ein Buch rausholen und lesen. Das wäre ganz schlecht. Oder sich die Haare schneiden gegenseitig oder so. Aber das war zu nervig, weiß ich noch. Da guckte ich den und dachte, geht's noch? Du hast Lust auf Geschichten über Intrigen, Affären, sehr viel Geld oder Mord? Das bekommst du alles in unserem neuen Podcast Verdammt berühmt. Wir erzählen jede Woche vom turbulenten Leben der Superstars und der bekanntesten Familien der Welt. Es geht zum Beispiel um den Mord im Hause Gucci, um das Milliarden-Dollar-Musikgeschäft von Beyoncé und Jay-Z oder um das deutsche Formel-1-Wunder Michael Schumacher. Also kurz gesagt, das ist die Show für dich, wenn du Menschen, das Leben und all das Drama dazwischen liebst. Höre Verdammt berühmt ab dem 24. November überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es immer eine Woche früher bei Amazon Music. Was sagen Sie zur jungen Musik? Kommt da was nach? Die jungen Leute? Was halten Sie von jungen Leuten? Viel, extrem viel. Es gibt halt einen wahnsinnig großen Wust von Musik, aber ich denke, die Qualität der Musik, auch was den Hip-Hop und den Rap angeht, und die ist nach wie vor genauso groß, wie sie immer war. Nur wir hatten früher es einfacher, es gab nicht so viel. Heute muss man sich durchtanken und durchforschen und die ganzen Playlisten bestimmen natürlich auch sehr viel. Aber die Musik als solche ist genauso gut wie immer. Da sehe ich keinen Unterschied. Hätten Sie Bock, jetzt in der jetzigen Zeit nochmal 20 zu sein und nochmal von vorne anzufangen? Also ich bin relativ zukunftsgewandt, das würde ich auch, ja. Also ich denke, es ist wahnsinnig kompliziert. Die Welt ist wahnsinnig komplex für Menschen, die 20 sind. Also die ist sicherlich deutlich komplexer als die Zeit, in der ich groß geworden bin. Ich kann mich an diese Ängste und also gab es bei uns nicht, also außer vielleicht der Kuba-Krise oder Existenz, soziale Ängste vielleicht in den Freundeskreisen. Aber diese globalen Ängste oder auch die Ängste jetzt, in denen wir waren in den letzten 3 Jahren, was das Virus anging und diese Todesangst, die wir letztendlich unterbewusst ausgestanden haben, jetzt die Klimasituation und die Kriege und jetzt eben auch noch die Diktaturen. Diese Kompaktheit, die hatten wir nicht.
Also die hatten wir sicherlich nicht. Und sich da durchzuforschen und dann aber gleichzeitig auch eine Haltung einzunehmen und dafür zu kämpfen und auch, sagen wir mal, die alten weißen Männer aufzuwecken und zu ärgern, das ist nicht einfach. Aber ansonsten würde ich trotzdem, ja, ich würde auch jetzt leben. Aber es ist deutlich schwieriger, als ich es hatte früher. Das ist der Ratschlag an junge Leute, war das? Man, mich fragen ja auch schon, ich bin erst 48, aber mich fragen auch schon Leute, und dann denke ich so, ach, das ist aber toll, dass ich jetzt an so einem Punkt bin, wo ich Ratschläge geben kann, die auch Hand und Fuß haben. Mit 20 habe ich auf Fragen irgendwas geantwortet und das war einfach Gaga. Das war poerntenfrei manchmal sogar auch. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich zu jungen Schauspielern sage, naja, Remi Demi, lass dich nicht verscheißern und so. Und widerspreche, stell in Frage so, lass dir nicht alles sagen, mach nicht alles, was dir gesagt wird. Und dann denke ich so, ja, das kann man den jungen Leuten mitgeben und ansonsten, glaube ich, muss man die machen lassen. Sie haben sicherlich zum größten Teil wesentlich schwerer, aber gleichzeitig auch ein stärkeres Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass die absolut in der Lage sind, uns auch den Weg zu zeigen, im Sinne von, dass die wirklich die nerven, im guten Sinne. Mhm. Und das finde ich angenehm. Das finde ich, ich fand das so irre, gerade wo dann die Bundesregierung die Klimaaktivisten gerügt hatte, das sei nicht zielführend. Da habe ich mir gedacht, ja Moment, seit wann beurteilt eine Regierung, ob der Protest gegen sie nicht zielführend ist? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man demonstriert gegen die Regierung, dass sie zu... Und dann war drei Spalten später kam dann, die Deutschen erreichen das Klimaziel nicht bis 2030. Da denke ich, seit wann beurteilt eine Regierung die Demonstration gegen sie? Oder da dachte ich, also in was für einer Welt leben wir eigentlich? Ich meine, die sollen gefälligst vernünftig arbeiten und nicht damit abarbeiten, wie sie nun einen Klimaprotest finden. Das finde ich ist völlig, steht denen gar nicht an. Gehört sich gar nicht. Wenn man den Klimaprotest nicht mitbekommt, dann ist er ja halt auch für den Arsch. Das wollte also, ich wenn sagen. Man jetzt sagt, demonstrieren Sie mal nachts um vier oder die Revolution im Tiergarten im Wald drin. Ja, oder die Revolution findet zwischen zwei und vier statt, weil um 4:30 muss ich zum Yoga. Also ich meine, das ist absurd. Also der Protest, ich meine, ich komme aus den 60ern und 70ern. Natürlich, Protest ist dafür da zu nerven. Also ich meine, wofür ist es denn sonst da? Ja, muss wehtun, ne? Wenn die jetzt da die Monets mit Kartoffelbrei bewerfen, was sagen Sie dazu? Kunst, also Kunst schädigen für Aufruhr, also für Aufmerksamkeit? Ich sage ja nicht, dass ich jetzt jede Aktion von denen wunderbar finde, aber ich finde, dass die Aktionen setzen für die Spitze. Also da geh ich auch nicht von ab. Das finde ich völlig, völlig in Ordnung. Also was die dann zum Teil machen, das ist dann diskutierbar, aber darum geht's nicht. Mhm. Es geht darum, dass wie viel Druck brauchen wir noch, um wirklich in die Gänge zu kommen. Ich meine, das muss man sich ja klar machen. Und wenn man die Ängste sieht, wie man jetzt aufgrund des Krieges anfängt, natürlich auch die ganzen fossilen Energien weiterlaufen zu lassen, die haben halt, denen steht die Angst halt bis zum Halse. Das ist aber ganz vielen nicht klar, die in ihrem Komfort rumschaukeln. Das ist denen gar nicht bewusst, wenn du mit 40, 50 dein Leben gemacht und sitzt dann zu Hause und guckst mal ins Grüne, denen ist gar nicht klar, mit welchen Ängsten die sich tagtäglich auseinandersetzen. Die sehen die Welt halt mit ganz anderen Augen. Und das braucht einen ganz, ganz klaren und dauerhaften Protest, bis wir, das ist so ähnlich wie mit den Hausbesetzern hier in Berlin damals. Ich meine, da haben sich alle aufgeregt. Wenn die Häuser nicht besetzt hätten, wären die alle wegsaniert worden oder abgerissen worden. Mhm. Heute sagen sie alle, wir gehen durch die Straßen, fluchten und sagen, wie schön ist das eigentlich hier? Die ganze Welt geht durch Ost-Berlin und sagt, boah, ist das hier aber schön, so viel Altbausubstanz. Ja, wenn die Häuser nicht besetzt hätten, früher gäbe es die gar nicht mehr. Also ich meine, was schönen ist das? Schönen Gruß an die Supermolli in Friedrichshain. Da bin ich damals aufgetreten vor Punks. Das war mein erster Solo-Auftritt vor Punks. Für Eintritt 1,49 €. Ja. Weil ich wollte, dass die einem 1,50 € geben und noch was zurückbekommen. Das ist sehr gut. Und das war mein erster Auftritt vor 150 Punks. Ja, aber ich meine, das ist Protest. Es heißt Protest, weil er unangenehm ist. Aber ich finde halt, wenn die werfen jetzt Kartoffelbrei auf ein Gemälde, wo eine Glasscheibe vor ist. Also da kann dem Gemälde passiert gar nichts. Und die Aktion, darüber wird dann berichtet in den Tagesthemen, wo ich denke, dann habt ihr das ja erreicht. Also dann ist das ja gut. Ich finde es immer krass, wenn die sagen, wenn die das vergleichen mit der RAF irgendwie, und dann denke ich so, Leute, ist Kartoffelbrei eigentlich an eine Glasscheibe geworfen. Also dieser Vergleich mit der RAF ist einfach menschenverachtend. Also der Vergleich ist eine Frechheit. Also ist nicht nur eine Frechheit, ist auch den Menschen, den Opfern der RAF gegenüber. Das ist absurd. Also es ist unverschämt, was die da abziehen. Und dass sich dann die AfD dann zum Teil mit der CDU zusammen und dann irgendwelche, das ist, also schlimmer geht's gar nicht. Das ist verbales Verbrechen.
Ist das so diese Arroganz des Alters, dass ich sage, ich bin jetzt 48, ich habe es erreicht und die jungen Leute, die müssen erstmal arbeiten gehen, erstmal das erreichen, was wir gemacht haben? Es geht genau um diese Arroganz. Genau gegen diese Arroganz wehrt sich der Prozess. Genau durch diese Arroganz müssen die Jugendlichen oder die heranwachsen oder die müssen die durch. Und das ist ein Riesenbrett und eine Riesenwand. Das sieht man ja an den Aussagen von den Menschen. Mhm. Man sieht ja, mit welcher Blasiertheit die versuchen, über die hinwegzugehen, wie die beurteilen oder vergleichen. Das ist ja hochinteressant. Und da müssen die durch. Denen müssen so nerven, bis denen die Sprache verschlägt. Mhm. Mit den Menschen, mit denen vergleichen, das ist irre. Also. Ist doch immer das gleiche, oder? Das war doch schon bei den alten 68ern so. Das logisch. Immer gegen die Alten. Immer. Dann haben die Alten mit ihren kurzen Nazischnitten dann gesagt, die Loddels, ja, lange Haare, geht mal, genau. Es ist doch immer eigentlich, ja, ist so eine Möbius-Schleife, oder? Wir werden alt und dann meckern wir gegen die Jugend. Ist das so ein Neid, dass ich, also wenn ich so böse bin und gegen die Jugend schieße, dass ich dann Probleme habe, älter zu werden? Nee, wir dachten so ungefähr, also meine Generation dachte, da wir Späthippies, uns passiert das nicht. Wir haben ja quasi das Protestieren, wir haben uns jetzt gemütlich gemacht in der Welt, wir haben uns clever durchgetankt und haben auch clever alles zur Seite gebracht und uns, das gehört sich einfach nicht, dass man uns angreift. Mhm. Wir haben das doch quasi erfunden in den 60er, 70ern, jetzt sind wir alle 50 bis 70 oder 80 und steht gar nicht, das geht gar nicht, man kann uns doch nicht jetzt, was ist das denn jetzt für ein Unsinn? Aber genau darum geht's. Nicht mit Kritik anfangen. Ja, ja eben, wir haben das doch damals, wir haben doch den Marsch durch die Institutionen begonnen und jetzt werden wir angegriffen, ich glaube es hackt. Ja, genau deswegen, darum geht's. Und gegen diese Überheblichkeit müssen die ankämpfen. Und das ist irre, irre schwer. Ja. Und da brauchst du einen Riesenbohrer und da musst du lange bohren. Ne? Also das meine ich. Ich fand das so irre, wie die plötzlich sagten, das ist nicht zielführend. Das sagt die Bundesregierung. Ich sage, aber wer seid ihr denn? Was ist das denn? Das ist nicht zielführend. Es wäre gut, wenn sie einen Plan hätten, wie es halt zielführend wäre. Dann fand ich den schönsten Satz. Diese Demonstration ist nicht zielführend, fand ich Realsatire. Fand ich spitze. War mein Lieblingssatz der Woche. Und ist das jetzt Ihre Generation? Also wer sind jetzt die Schlafmützen? Ist das meine Generation? Ich bin 74 geboren. Ich habe ja das übernommen, was meine Eltern erkämpft haben quasi. So Emanzipation, ökologisches Essen zum Beispiel. Ich glaube, es die ist Alnatura-Shops irgendwie. Ein Brot, was halt 18 oder 12 Euro kostet, gesund ist, PC ist. Ja, die sind ja heute ein bisschen billiger schon geworden. Aber also meins kostet nur 8 Euro oder diese kleine. Ich muss unbedingt die Nummer von ihrer Frau kriegen, weil das ist hier ein richtig großes Brot, was ich auf dem Tisch zu stehen habe. Ja, das hat in der Herstellung, glaube ich, 3,20 gekostet. Mehl und ein bisschen, ich glaube, höchstens. Aber ich glaube, es ist fast noch eine Generation früher. Ich glaube, es ist, in meinen Augen sind es eher die 50 bis 70-Jährigen, 80-Jährigen. Das ist die Generation, die auch alles überall, auch die Kontrolle hat, die das Sagen hat, die auch den Egoismus vorangetrieben hat, die auch für die Schere zwischen Arm und Reich zuständig ist. Und gegen die geht's. Die haben sich festgesetzt. Und die werden jetzt, da wird jetzt gebohrt. Und das ist auch der richtige Weg. Und ist das nur in Deutschland so oder ist das weltweit so? Das ist weltweit das Problem. Das ist weltweit das Problem. Das ist kein deutsches Problem. Also kann man jetzt nicht sagen. Das ist das Dilemma zwischen ich laber jetzt auch ein bisschen geschwollen vor mich hin, hier muss ich sagen. Aber dass es überhaupt möglich ist in einem Land oder überhaupt in der westlichen Welt bei diesen Riesenvermögen, die es gibt, dass es so eine extreme Armut gibt, das ist schon absurdes Theater. Und das ist in allen westlichen Ländern der Fall. Das hat jetzt nicht nur spezifisch mit Deutschland zu tun. Wie ist denn das jetzt bei Ihnen als Sportfan mit der WM? Gucken Sie die Spiele? Also ich will jetzt nicht Hera tun, aber an sich nicht. Aber das hängt auch davon ab. Keine Ahnung, muss man kommen. An sich finde ich, das ist das Ende. Das ist aber das absurdeste Ende dieses Kapitalismus. Da wird es dann echt nur noch Gaga. Also die haben gar keine Fußballmannschaft, die bauen da irgendwelche wild gewordenen Stadien mitten in die Wüste. Die werden alle klimatisiert. Also was da an Geld geflossen sein muss, ist, glaube ich, das fließt immer noch, glaube ich. Das fließt noch weiter. Weiß ich nicht, ob man das sehen kann. Viele werden es heimlich machen, glaube ich. Unter der Bettdecke oder was? Unter der Bettdecke und am nächsten Tag. Oder Zusammenfassung. Sagen, ich habe es nicht gesehen. Zusammenfassung im Deutschlandradio. Aber ich glaube, dass diese Leidenschaft und diese Freude, also die man ja kannte oder kennt von Weltmeisterschaft, die kommt nicht auf. Also das ist schon mal eindeutig. Das wird in keinem Fall passieren. Es wird auch keine Public Viewings geben, denke ich. Und solche Sachen. Das wird es ja alles nicht geben.
Das wird keiner hinkriegen. Also insofern wird das schon eine ganz stark gedämpfte, aber die WM nach Katar zu vergeben, ist ein Absurdum. Mhm. Komplettes Absurdum. Also ich werde es nicht gucken, hört sich jetzt vielleicht toll an, aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Ich habe noch nie WM geguckt. Also. Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das ist halt, ich habe lange selber Fußball gespielt, 10 Jahre im Verein. Und im Ruhrgebiet gibt es Fußball, ist Religion. Also im Ruhrgebiet gibt es ja Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04. Das ist, im Ruhrgebiet spielt man Fußball. Und es war früher auch die Integration zwischen den Polen und den Westfalen. Die haben miteinander Fußball gespielt. Da ist auch, die kommen diese riesen Kneipenszene her. Und ich bin ein großer Fußballfan, logisch. Ich liebe ja das Ruhrgebiet, ne? Mir glaubt das immer keiner. Die denken immer, ich will die verscheißern oder so. Aber wenn du in Neukölln geboren bist und groß geworden bist, dann kennst du, dann fühlst du das Ruhrgebiet auch. Arbeitergegend halt. Das ist relativ, wir sind uns relativ ähnlich, würde ich sagen. Die schnoddrigen Berliner und die Ruhrgebiet. So, dass man sagt, Mensch, du bist auch ein bisschen dicker geworden, ne? Oder? Im Ruhrgebiet, würde ich sagen, haben wir durch den sehr schönen kulturellen polnischen Einfluss, sind wir ein Hauch freundlicher. Ja? Ja, wir sind ein Ticken freundlicher. Ja? Während der Berliner ja meint von sich, der ist ja auch, ich mag auch die Art, die Berliner mag ich unheimlich gerne. Aber der Berliner glaubt ja von sich, dass er wahnsinnig charmant ist. Ja, das ist so, ja, aber im falschen Körper geboren. So. Ist für einen Außenstehenden dann nach 10 Minuten eventuell rausfindbar. Aber die Art und Weise ist total deckungsgleich. Sehr ruppig. Also wenn man jetzt so als Nicht-Berliner hierher kommt, in so ein Taxi einsteigt, dann der Berliner markiert sein Revier erstmal auf eine sehr pumpige Art und Weise. Genau. Und durch diese 5 Minuten musst du durch. Genau. Und danach kann geheiratet werden. Das stimmt. Danach ist es wunderbar. Und aber viele überstehen aber diese 5 Minuten genau. nicht und fangen dann Rechtsstreit an. Ja. Und dann geht es über einen Anwalt und die gehen dann weg wieder nach München und sagen, Berlin ist scheiße, weil die halt nicht über diese 5 Minuten hinauskommen. Das stimmt. Das ist wirklich so. Das ist exakt so. Und dann sind die, ich habe schon immer, auch bevor ich in Berlin wurde, immer wunderbare Freunde bis heute in Berlin und es war immer klasse. Aber diese Art, da muss man sich echt, und das ist für uns im Ruhrgebiet kein Problem, weil wir eben auch, bei uns im Ruhrgebiet kann man auch sagen, du bist ja auch ganz schön bescheuert heute. Und sagt ja, ne, wie findest du? Ja, hast recht, ich fühle mich heute auch nicht gut. Oder so. Aber das ist, da decken wir uns. Und das ist deutlich, wir sind uns da deutlich näher als viele andere Städte in Nordrhein-Westfalen. Also ich bin den Berlinern dann in der Art deutlich näher als anderen. Das stimmt. Deswegen fühle ich mich auch sehr wohl hier. Diese pumpige Stadt. Nee, ich hatte mal einig, dass in dürfen Sie eigentlich öffentlich sagen, dass Sie in Berlin wohnen? Müssen Sie nicht jetzt ewig und 3 Tage in Bochum leben? Nee, in Bochum wohne ich schon seitdem ich... Könnte ich jetzt zum Beispiel nach Bochum ziehen oder wäre Berlin denn sauer? Ich finde, das wäre auch mal eine Übung. Man könnte auch mal nach Bochum ziehen. Das könnte einfach mal 40 Jahre jetzt nach Bochum ziehen. Ja, wäre auch schön. Wie es ist. Ja, ist auch schön. Ist schön. Die Ruhr ist ein sauberer Fluss. Man kann schön spazieren. Nein, aber ich habe dann 10 Jahre in England gewohnt, also zwischendrin nochmal. Aber ich wohne hier. Warum? Weil Ihnen das zu viel wurde? Oder? Das hatte mehrere Gründe. Einmal damals meine Frau, der ging es eben nicht besonders gut in den 90er Jahren. Ja. Und die war Hamburgerin, die wollte immer nach England. Mhm. Und ich habe auch schon sehr viel in England in Studios gearbeitet. Und das war ihr großer Traum. Und dann sind wir eben letztendlich nach England gezogen, Ende der 90er. Und dann ist sie aber leider sehr, sehr bald verstorben. Und dann bin ich aber da geblieben. Dann bin ich komischerweise, wollte ich erst wieder zurück nach Berlin und habe dann aber gedacht, nee, bleib mal hier mit den Kindern. Und die Kinder waren ziemlich klein. Und dann bin ich da geblieben. Und das war auch eine gute Entscheidung. Also es hat mir sehr geholfen, die Menschen. Und ich habe eben auch Freunde in England und bin dann eben 10 Jahre da geblieben. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und jetzt bin ich schon wieder zurück seit, keine Ahnung, 14 Jahren, 12, 13 Jahren. Wo dann immer die, wenn ich mich dann wieder, das kommt also oft, wenn ich mich auflehne und irgendwas Härteres sage. Also, der ist doch gar kein Deutscher, der zahlt ja doch keine Steuern. Das kommt immer, wird immer gerne genommen dann von den Bots. Der gehört hier gar nicht hin. Aber ich lebe hier gerne. Ich lebe gerne in Berlin. Das war ein sehr rührendes Album, ne, was Sie geschrieben haben denn für Ihre Frau. Das so richtig ins Herz ging. Ja, es war der Versuch. Haben Sie da lange überlegt, ob Sie das überhaupt machen? Dass Sie das Gefühl teilen? Ich mache ja keine Nabelschau. Also ich singe ja schon, ich versuche ja dann das schon zu stilisieren. Also ich setze mich ja nicht hin und erzähle irgendwelche Details in den Liedern oder so. Ich habe mich da mit dem Gefühl auseinandergesetzt und gleichzeitig aber auch mit dem Gefühl, wie geht's weiter? Das ist, ich glaube, die Mensch war fast eine positive Platte. Die schwierigere Platte und an sich die beste Platte, die ich je gemacht habe, ist Bleibt alles anders. Das ist die komplexeste Platte und an sich die schönste.
Aber das hat man damals nicht verstanden, also im Sinne von, weil man zu Recht auch doch völlig okay so, weil man gar nicht wusste, worum geht's da eigentlich. Mhm. Aber Mensch war an sich eher der Versuch, aus dieser Zeit rauszukommen. Also dass sich da, und ich mache ja eben keine, das meine, es sind alles eher, wenn überhaupt, so Kinofilme, es ist ja kein Dokumentarfilm, was ich da mache. Und das gehört, ist eben auch der Versuch, das ist auch wie so für sich selber auch. Ne? Also ich singe ja auch, um mich selber auch den Druck rauszulassen. Also auch in meiner Pubertät habe ich wahnsinnig viel gesungen und auch mich mit ganzen komplexen Themen, die mich damals betrafen, auseinandergesetzt und auch mich zurückgezogen irgendwie für Stunden und dann vor mich hingesungen und nachgedacht, würde ich sagen. Oder auch geweint, also je nachdem. Das ist für mich so, mit den Druck loszuwerden. Im Grunde bin ich eben von Hause aus Sänger. Ich singe halt. Ich singe gerne, ich singe auch verdammt gut. Und kann das auch über Stunden und singe auch wahnsinnig schön. Und ich versuche mir halt als Material was Schönes zu bauen. Und das damals musste ich versuchen, was zu finden, um wieder zurückzukommen. Also weil das ja schon ein ziemlicher Einschnitt war. Aber Sie schreiben die Sachen halt auch selber, ne? Sie sind ja nicht einfach Interpret. Deswegen ist das so, glaube ich, ist das so, so einzigartig dadurch, weil das Ihre Geschichten sind. Oder weil Sie halt die Geschichten schreiben, die dann ins Herz gehen. Es steckt auf jeden Fall immer, ein Funke von mir mit drin, sagen wir es mal so. Also jetzt nicht in dem Stollen hier, weil der hat meine Frau gebacken. Also wenn ich den gebacken hätte. Ja, da nochmal recht herzlichen Dank. Nein, ich meine, Frau. Wenn ich den gebacken hätte, dann wäre ein bisschen auch was von mir drin gewesen. Aber insofern. Ja, aber hätte es denn noch geschmeckt, oder? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an die Frau. Mögen Sie denn überhaupt Rosinen? Ja, ich liebe Rosinen. Ich liebe das. Auch hier mit Schokoaufstrich dann. Also mit Butter noch drauf und Schokoaufstrich. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein guter Ansatz. Okay, freue mich. Wie geht's denn los bei Ihnen? Wann stehen Sie denn auf? Ja, also ich stehe zwischen 6 und 12 oder... Wir müssen ja nicht. Also ich stehe auf, sagen wir so gegen 9:30, würde ich sagen. Ja. Und dann stehe ich auf und dann, also jetzt im letzten Jahr, wenn ich an der Platte arbeite, dann war ich aber auch unterwegs, in Italien und Schweden, aber wenn ich hier bin, stehe ich so gegen 9:30 auf und dann frühstücke ich vernünftig, gemütlich. Und dann fahre ich ins Studio und bin dann bis nachts im Studio. Also ich habe einen Arbeitstag zwischen 11 und 11. Buh. So geht also das geht rund um die Uhr. Da gibt es aber auch Pausen, gibt es auch Wochen mal Pause, aber wenn ich arbeite. Aber ich schlafe gern, ich gehe aber auch nie vor 2 ins Bett abends. Also egal, ob ich da noch arbeite oder nicht gearbeitet habe, vor 1:30, 2 gehe ich nicht ins Bett. Können Sie gut abschalten, dass Sie nachts sagen, so jetzt wird ich schlafen, ich mache mir keinen Kopf mehr über den anstrengenden Tag, den ich hinter mich gebracht habe? Ich schlafe relativ gut. Also ja? Ich schlafe relativ gut, stehe dann aber auch mal auf nachts und dann fällt mir irgendwas ein, dann denke ich nochmal kurz nach. Aber ansonsten bin ich relativ... Also je nach innerer Atmosphäre, gibt natürlich auch härtere oder melancholischere Zeiten, aber ansonsten schlafe ich relativ gut, ja. Ich war bis 6 Uhr wach heute. Echt? Ja. Wegen der Vorbereitung, mental. Naja, nee. Also mein Studiotag im Gegensatz zu Ihnen ist ja, ich fahre hier hin, da ist die Fahrt länger als die Aufnahme und dann bin ich eine Stunde jetzt mit Ihnen und dann fahre ich wieder nach Hause. Und dann bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, schlafe ich heute früh ein oder nicht. Nee. Aber ich war bis 6 Uhr wach, weil ich dann denke danach und dann habe ich das bis jetzt noch nicht hinbekommen, dass ich sage, jetzt hör doch mal auf zu denken, du bringst doch jetzt nichts mehr zustande. Ich glaube, dass man ab 11:30, 12:30, 12 nachts, glaube ich, auch wirklich nicht mehr viel. Da werden die Gedanken, da geht man, glaube ich, genau den Weg zu weit. Dann ist. Naja, ich denke manchmal auch, vielleicht passiert ja noch was und ich habe eine Idee oder so, ne? Ja, gut, das ist so. Wenn ich jetzt die Idee nachts um 4 habe, dann hätte ich die ja nicht mitbekommen, weil ich geschlafen hätte. Das wäre blöd. Das wäre sicherlich blöd. Bin ich immer Standby, das, was passieren könnte. Ja, gut, das ist natürlich ein sehr aktiver Denkprozess. Und dann kommt aber nichts. Das ist dann, und dann ist man darüber wieder so traurig, dass man eine Stunde darüber wieder sich ärgert. Ja, also dass man, gestern bin ich um 22.30 Uhr eingeschlafen, hab dann 3 Minuten geschlafen und bin dann, hab geträumt, dass ich hinfalle und bin dann aufgeschreckt. Nee. Und hab mich festgehalten und dann dachte ich, was ist denn das jetzt? Oh. Also ich habe 3 Minuten nicht schlafen, das wäre eigentlich best gewesen, 22.30 Uhr ins Bett, schön schlafen. Und dann auf die Uhr geguckt, direkt als aufgewacht sind. Naja, ich habe erstmal gedacht, du liegst doch im Bett, warum hältst du dich jetzt fest? Was soll denn das? Ach du was
Oh, das ist hart. Das ist unangenehm. Keine Ahnung. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Es sei denn, manchmal, ich habe schon mal getan, dass wir eine Treppe runterfahren, da tritt man so einmal so einen kurzen, aber ich glaube, das ist mehr so. Ja, so ja, ich habe auch so. Ja, genau. Und habe ich dann so festgehalten und dachte, Mensch, du liegst ja in der Mitte des Bettes, da kann ja eigentlich gar nicht passieren. So, und dann war ich eigentlich beruhigt. Dann war ich sehr beruhigt. Ja, Mensch, das hat mich richtig gefreut. Ja, gleichfalls. Gleichfalls. Wir kennen uns ja nicht. Nee. Wir kennen sie ja gar nicht. Sie sind ja für mich jemand, ich kenne sie ja nur aus dem Fernsehen. Sie sind ja jemand, wo ich denke, sie existieren ja in Wirklichkeit gar nicht, weil das gibt ja keine Berührungspunkte. Ja, aber geht mir ja mit Ihnen genauso. Ja? Ich kenne Sie auch noch aus dem Fernsehen. Ja. Aber Sie kennen mich? Ja, logisch. Oder ist das heute so ein Interview, wo Sie sagen, naja, das ist eins von 15 Interviews? Ob ich Sie kenne? Ja, logisch kenne ich. Ich habe die Sendung gesehen. Ja, logisch kenne ich Ihre Sendung. Ja, klar. Ach. Also klar, mit Freude. Also das klingt jetzt ein bisschen schmäh zurück, aber ja, logisch kenne ich Ihre Fernsehsendung. Mit Begeisterung. Das freut mich. Ja, logisch. Und ich mag auch Ihren Humor, ich finde ihn wunderbar. Das ist krass. Oder auch nicht den, auch den trockenen. Haben wir das eigentlich auch alle, den trockenen Nicht-Humor? Habt ihr das alles mitgeschnitten eigentlich, was ich mit Herrn Grönemeyer besprochen habe? Nee. Und ich würde jetzt, wo ich Herbert Grönemeyer im Gespräch hatte, euch auch bitten, dass wir wieder zum Sie übergehen. Ja. Ich bin Herr Krömer. Möchte ich auch bitten. Weil ab jetzt hebt er auch ein bisschen ab, ein bisschen leicht. Ja, und egal, was in der Zeitung über mein Abheben steht, ich lese mir ja nicht durch. Ja, sehr richtig. Auf den Punkt sind wir gekommen. So, das war jetzt hier für Dissing war es jetzt das gewesen, aber jetzt geht es natürlich weiter mit Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Da bedanke ich mich. Ja, gleichfalls, ich auch. Dankeschön, Herbert Danke Grönemeyer. Danke. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.